9:09, es ist Dienstag. Einen wunderschönen guten Morgen, Österreich. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid und dass wir uns gemeinsam wieder ein bisschen bewegen. Ja, begrüßen möchte ich auch ganz besonders vielleicht den einen oder die andere, die heute zum ersten Mal mit dabei sind. Und was ganz, ganz wichtig ist, sind unsere 3 Sicherheitshinweise. Das heißt, solltet ihr in physiotherapeutischer Behandlung sein, dann bitte nur die Übungen des Therapeuten ausüben. Gibt es Einschränkungen oder Problemchen, dann bitte das abklären. Und das dritte ist natürlich der Klassiker, die Eigenverantwortung. Das heißt, wir machen die Übungen nur so gut, wie es geht, jeder für sich. Ich meine, ein bisschen was spüren dürfen wir schon, aber wie gesagt, mit Maß und Ziel. Und wir starten jetzt gleich einmal hinein in den Tag. Das Schöne für alle, die schon lange mit dabei sind, wir haben heute wieder etwas mehr als eine Viertelstunde. Hüftbreiter Stand und wir setzen jetzt ein Bein einmal nach vor. Und das kennt ihr wahrscheinlich von den Olympischen Spielen, von Wettkämpfen, wenn die Hochspringer oder die Weitspringer einmal so beginnen, von hinten nach vor, da Schwung holen, ja. Genau, da rollen wir schon einmal ab. Schauen natürlich, dass wir da die Körperspannung haben. Das heißt, der Bauchnabel zieht zur Wirbelsäule. Genau. So, hopsi. Genau. So, und dann kann man natürlich das Ganze ein bisschen mit Schwung auch noch ausüben. Kann ein bisschen Dynamik reinbringen, für die, wo es geht. Das ist so ein bisschen eine Aufwärmübung für heute. Was noch kommt und folgt, geht alles heute ein bisschen so in die Richtung. Ja, ein bisschen Schwung. Wir machen uns bereit für 5,60 Meter im Stab hoch. Da brauchen wir einen Stab, das geht nicht. Ja? Übrigens, an dieser Stelle werfen wir einen Blick einmal nach Kärnten. Hier haben wir sagen lassen, Johnny hat mir geschrieben, dass die Mutter, die Anne, jeden Tag mitturnen tut und er ist so stolz auf die Anne. Gell? Servus, grüß dich. Ja, aber nicht nur die Anne haben wir, sondern wir pendeln uns jetzt wieder ein, nehmen das andere Bein, stellen wir vor, jeder hat so seine Spezialität, das eine der linke, beim anderen ist es der rechte Achsel. Wir schauen wieder und auch da schwingen wir uns wieder ein. Wir schauen jetzt einmal, ich glaube, wir haben ein Bild von 3 Kindern, der Nils, die Natalie, der Tobias und der Puma. Der passt auf, sehen wir das schon? Da haben wir ein Bild von 3 Kindern. Ja, da sind sie schon. Fleißig jeden Tag, hat die Mama geschrieben, sind sie mit dabei. Genau so ist es. Und dann haben wir noch einen jungen Mann, den Simon, der ist 4 Jahre. Auch der turnt jeden Tag mit. Also ob alt oder jung. Genau, und da bringen wir noch ein bisschen Dynamik rein, wo es geht. Zack, einmal noch. Passt, okay. Wir schütteln kurz aus. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir steigen nach vor, aber wir setzen mit der Ferse auf. Setzen auf, ja. Da praktisch stabilisieren wir und drücken zurück und kräftigen. Anderes Bein. Mit der Ferse aufsetzen, wir rollen nach vorne ab, ja. Steigen wieder zurück und kräftigen. Und das kann man natürlich dann auch dynamischer ausführen, ja. Für die etwas Älteren unter uns machen wir das schön langsam. Ferse aufsetzen, ja. Abdrücken. Schauen, dass die Körperspannung da ist und dann von der Dynamik her kann man es natürlich anders machen. Da kann man natürlich dann weiter nach vorne gehen. Die Arme kann man auch mitnehmen, fast schon ein bisschen im Stil wie der Morgenstern. Ja? Also da geht schon was, da bringen wir den Kreislauf richtig in Schwung. Aber wie gesagt, jeder für sich aufpassen, dass man da nicht wackeln mit Knie. Stabilität, ja? Heißt ja, wir stabilisieren und dann drücken wir uns ab und gehen wieder zurück. Ja? Und die älteren Damen und Herren unter uns, die noch nicht so geübt sind, langsam, schaut drauf, wirklich, macht es qualitativ hochwertig, nicht hudeln, ja, wir wissen, was passiert beim Hudeln, gell? So, wieder nach vor, sehr gut. Und die, die sagen, ich brauche die Power, dann geben wir Gas, vor allem die Kinder, die heute wieder mit dabei sind, die sich richtig austoben wollen, die Mittelschulen, die neuen, die Volksschulen. Grüß euch, schön, dass ihr mit dabei seid. Ob alt oder jung, wir bewegen uns. Genau, Ferse aufsetzen, nach vor, sehr gut. Da bringen wir schon ein bisschen Power rein. Ha? Sehr fein, ausgezeichnet. Wie gesagt, die Hände kann man auch mitnehmen. Und nach vor. Gut, wir werden wieder kleiner in der Bewegung. Kleiner. Genau, wir schütteln kurz aus. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir steigen zurück, ja? Aber beim Zurücksteigen, wichtig ist, wir setzen zuerst mit dem Vorfuß auf, dann Mittelfuß und Ferse. Warum machen wir das? Weil oftmals, wenn wir irgendwo stehen und zurücksteigen müssen, weil irgendwas passiert, ja,
damit wir das im Unterbewusstsein manifestieren. Ja? Das heißt, ist sogar auch eine Verletzungsprophylaxe. Also wir steigen zurück, ja? Vorfußferse, genau. Also wieder auch anderes Bein, Vorfuß, Mittelfußferse und wieder nach vor. Das trainieren wir praktisch ein. Wenn es dann einmal zu einer Situation kommt, wo wir zurücksteigen müssen, sind wir einfach safe. Ja? Da sind wir sicher. Deswegen prophylaktisches Training gleich einmal hier. Und auch das kann man natürlich ein bisschen mit mehr Dynamik ausführen. Ja? Jeder für sich in sein Tempo. Ja, heute ist ja sogar bei uns im Osten, normalerweise scheint ja bei uns fast immer die Sonne. Heute haben wir das Wetter, ich glaube, von Salzburg bekommen. Übrigens einen schönen Gruß natürlich auch in den Westen. Viele Zuschriften, die täglich kommen. Oder gestern hat mir lustigerweise eine Dame angerufen, die Helga, die mir gestanden hat, sie ist 82 und absolut faul. Und seit ein paar Wochen bewegt sie sich aus der Couch, ihr macht es bitte weiter, bewegt sie sich aus der Couch heraus und tut mit. Und wisst ihr, was das Orge ist? Sie hat gesagt, ich fühle mich jetzt wesentlich besser. Das schon, ja. Ah, Wahnsinn. Gut, wir steigen noch einmal zurück. Vor, ihr macht die Übung. Genau. Wir werden wieder kleiner, kommen zur Mitte. So, bei der nächsten Übung ist wichtig, dass wir das Bein, das wir jetzt mal belasten, ja, dass wir da richtig stabil sind. Ich sage immer, nie ganz durchgestreckt, sondern leicht abgewinkelt. Warum? Weil dann stabilisieren wir auch mit der Muskulatur. Und dann machen wir Folgendes. Wir ziehen das andere Bein nach oben, greifen nach unten, ja, ziehen es nach oben. Ja, für die ist es ein bisschen schwer dann. Die anderen können das Knie auch vorne nehmen, nach oben ziehen, absetzen. Also entweder unten greifen oder so. Zack, kurz nach oben ziehen und wieder absetzen. Ja, also aufziehen, absetzen oder wenn man sagt, da fühle ich mich noch nicht so sicher, unten nehmen, raufziehen, genau. Und das andere. Ja, genau. Also, was machen wir da? Die ganze Muskelkette da hinten, die praktisch, die dehnen wir. Das ist der untere Rücken, das ist das Gesäß und der hintere Oberschenkel. Ja, auch da braucht man natürlich die Mobilität, wie im ganzen Leben. Schön nach oben, aufrechte Haltung, aufpassen, nicht wie ein Müllsackel da steht, ja. Genau, super, das wird. Und wenn es ein bisschen wackelt, ist okay. Das tut es bei mir auch, das ist auch wichtig. Ja, damit schulen wir auch unseren Körper koordinativ. So. Und dann machen wir noch 5. 1, 2, 3, 4 und 5. Und sehr gut. So, wir schütteln kurz aus. Nächste Aktion, die jetzt kommt, ist, wir steigen praktisch über ein Hindernis drüber. Das heißt, wir heben das Bein, steigen nach vor, zack, stabilisieren und steigen wieder über das Hindernis zurück. Warum machen wir das? Kennt man vielleicht, man geht, man bleibt irgendwo hängen, stolpert nach vor, ja, und damit wir auch das praktisch im Unterbewusstsein abgespeichert haben. Also, wir heben an, steigen nach vor, setzen ab, ja, drücken uns wieder zurück. So, und jetzt gibt es noch eine Steigerung für die, die sagen, ich hätte da gerne ein bisschen mehr Power, ich stelle mich immer seitlich hin. Wir steigen drüber, nach vor und heben dann das andere Bein hinten an. Zack, und wieder zurück. Ja? Zack, und wieder zurück. Okay? Und ihr macht das jetzt abwechselnd. Das heißt, einmal das rechte Bein und einmal das linke Bein. Immer schön drüber steigen. Und wie gesagt, die, die sagen, sie wollen mehr Power haben, hinten auf, zack, hoppala, kommt der Windböe, wir steigen zurück. So, drüber steigen. Ja. Und wieder drüber. Und nach vor. Genau. Zack. Oder wie gesagt, einfach nur nach vor. Und wieder zurück. Man kann ein bisschen weiter nach vor steigen. Sind wir weiter unten, drücken uns wieder zurück. Aber das Drübersteigen, das ist wichtig. Ja? Man überzeichnet das meistens generell im Training ein bisschen, dass es dann in der Situation, wenn wirklich was passiert, dass es funktioniert. Ja? So, einmal nach vor, zack. Und einmal da noch. Sehr gut. Und wir steigen wieder zurück. Wir schütteln aus. So, und das Gleiche machen wir jetzt, indem wir seitlich übersteigen. Das heißt, wir heben das Knie an, steigen über das Hindernis drüber und steigen wieder zurück in die andere Richtung. Zack.
und wieder zurück. Das heißt, wir steigen rüber, aufpassen, dass das Knie nicht anfängt zum Wackeln. Ja. Wir stabilisieren hier und jetzt in dem Moment praktisch mit dem Abdrücken kräftigen wir auch gleichzeitig. Und immer natürlich, eins ist wichtig, ihr macht es bitte weiter, hallo, nicht stehen bleiben, genau, so, wieder rüber, lächeln, Atmung. Und die sagen, die Spezialisten bei uns, da gehen wir Gisel Gas, zack, da gehen wir rüber, da bringen wir Dynamik ein in das Ganze. Jawohl, da können wir richtig angreifen. Und da freuen wir uns dann, was wir morgen spüren, in die Schenkel. Sehr gut. Rüber. Ihr merkt, ja, ich komme auch schon ein bisschen ins Schnaufen. Sehr gut. Und übers Hindernis. Und wie gesagt, unsere anderen Damen und Herren, die Älteren, steigen einfach nur drüber. Lasst euch Zeit. Langsam. Und wieder zurück. So gut es geht. Ihr werdet sehen, mit der Zeit wird das immer besser. Okay? Wieder drüber. Genau, zurück. Und nochmal für die Spezialisten. Gehen wir dann raus. Noch einmal in die Seite, auf jede Seite. Zack, einmal noch drüber, zack, zurück, okay. Wir schütteln aus, entspannen uns. Jetzt stellen wir uns hüftbreit hin und jetzt machen wir ein bisschen was da für die Hüfte. Wir beginnen, diese zu mobilisieren. Wir kreisen in aller Ruhe. Atmen auch durch. Atmung ist immer ganz, ganz wichtig, wenn man die fließen lässt. Man merkt, da gehen die Übungen auch wesentlich besser, wenn man sich oft denkt, oh, ist so anstrengend. Wirklich, ist ein Tipp, einfach nur zu atmen. So, und auch da können wir unseren klassischen Achter, den wir auch aus den Therapien können, können wir auch da einfügen, mit der Hüfte, mit dem Becken. Ja, bin froh, dass ich heute ein langärmeliges Leiberl angezogen habe. Heute ist schon ein bisschen frischer. Aber bei den Übungen, da wird er eh warm. So, man kann auch den Achter in die andere Richtung machen. Auch das geht. Oder ihr sagt, einmal diese Richtung, einmal diese Richtung und wieder zurück nach vor, damit man da richtig flexibel werden. Gut, so, wir pendeln uns in der Mitte ein, stellen uns jetzt wieder hüftbreit hin, gehen mit den Armen nach unten, ich stelle mich seitlich hier, damit man es vielleicht besser sieht. So, und jetzt Wirbel für Wirbel rollen wir nach oben auf, machen praktisch dann oben einen Katzenbuckel und gehen wieder zurück ins leichte Hohlkreuz. Da schauen wir dann aus wie eine Kur. Ja, die ist ja auch so leicht durchgepunkt. Da schon die Matten verwarzen wir schon. So, und wieder nach oben. Mobilisieren der Wirbelsäule. Langsam, schaut auf die Qualität. Kein extremes Hohlkreuz machen. Ja. Nach oben, schön langsam. Ja. Sehr gut. Und wieder nach oben. Ich komme zu euch nach vor. Frei nach dem Motto, schauen wir in die Augen. Da mobilisieren wir richtig. Sehr gut. Ah, herrlich. Ah, da merkt man, da tut sich was, gell? Also ab und zu knackst es da ein bisschen bei mir. Wenn es das bei euch auch tut, keine Sorge. Das ist ganz normal. So, einmal noch. Und wir rollen uns nach oben auf. Genau. So, und jetzt machen wir eine Geschichte, die ganz wichtig ist fürs Iliosakralgelenk, das ISG-Gelenk. Das ist das Bindeglied zwischen Oberkörper und den beiden Beinen, damit das alles funktioniert. Ihr stellt euch so hüftbreit hin, gebt die Hände auf die Seiten und jetzt hebt es einfach nur vorne auf. Zack, rechts, links, richtig nur da so aufheben. Ja? Ich stelle mich einmal verkehrt hin, da sieht man das gut. Das heißt, wir heben da, zack. Ziehen praktisch die Zehen leicht nach oben. Genau. Das ist unsere Schaltstelle. Ich komme wieder zu euch. Komm mal vor wieder R2D2. Ja, genau. So, also Schaltstelle, wir ziehen nach oben. Brauchen wir, ja, damit das miteinander harmoniert. Oberkörper und die beiden Beine. Und die müssen wir natürlich auch. Genau, die ziehen nach oben. Sehr gut. Ah, da merkt man, da tut sich was, gell? So, okay. Noch ein, zwei Mal. Und wir schütteln wieder aus. Jetzt gehen wir nach vorne mit den Armen. Lassen die mal richtig, lasst das einmal richtig runterhängen. Ja? Beine leicht abgewinkelt, ganz leicht nur. Und jetzt lasst einmal die Arme so richtig schön runterhängen und wir schwingen. Ganz entspannt. Schauen, dass wir da trotzdem die Körperspannung haben. Nicht so, sondern wirklich da. Also der Bauchnabel zieht zur Wirbelsäule. Zack. Wir schwingen mit den Armen.
werden dann größer in der Bewegung. Das heißt, das wird dann ungefähr die Endposition so, dass sie so aussieht, nicht überdrehen. Ja. Zack, und dann machen wir links, rechts. Und da kann man natürlich auch dann, für die, die sagen, sie hätten gerne mehr Power, nehmen da noch praktisch die Beine mit, belasten von rechts nach links oder umgekehrt. Zack. Und das heißt, wir sind hier in der Mobilität und gehen jetzt aber in die Stabilität über. Achtung. So, und wir halten kurz die Position. 3, 2, 1. Und wir machen wieder weiter. Zack. Zack. Genau. So, Achtung, andere Seite. Kurz halten. 3, 2, 1. Und wir machen wieder weiter. So, einmal noch bringen wir den Körper richtig in Schwung. Die machen so. Ja, ausgezeichnet. Und wir werden wieder kleiner von den Bewegungen, lassen die Hände durchhängen, richten uns auf. Und wenn wir uns aufrichten, machen wir jetzt noch Folgendes. Wir greifen jetzt nach oben, holen uns die süßesten Früchte vom Baum, Kirschen, Äpfeln, wie auch immer. Aber wir stecken es ins Taschel. Ja? Greifen wir rauf, runter, von oben auf die Zehenspitzen, eine ins Taschel. Machen wir das. Genau. Wie gesagt, herrlich. Die dürfen heute alle essen, weil wir so fleißig waren. Das ist super. Ins Taschel stecken, lang machen. Genau. Also, ist das nicht herrlich? Ihr macht so weiter. Und wie fühlt es euch heute? Super, oder? Das ist ein Start in den Tag. Ich sage danke fürs Mitmachen. Freue mich schon auf morgen wieder. Also, alles Liebe und eins ist wichtig, trinken nicht vergessen.